Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ja die Room Tour. Das ist unser Room. Ich würde euch mal gerne das Innenleben davon zeigen, weil das ist echt super schön. Hier haben wir einmal die Zimmerkarte und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Und zwar erstmal Tür zu und jetzt wird's crazy. Wir sind natürlich jetzt schon ein paar Tage hier, also verzeiht mir jetzt in diesem Video, dass jetzt hier ein paar Sachen rumliegen, bliblablub. Wir gehen jetzt erstmal in das Schlafgemach. Ich penne übrigens mit meiner Schwester, die mega laut schnarcht, aber das ist eine andere Sache. Ich habe das jetzt erstmal noch runtergelassen, weil das seht ihr am Ende, Leute, was das für ein heftiger Ausblick ist und alles. Deshalb, ich nehme euch jetzt mal mit nach vorne. Meine Fresse interessiert jetzt nicht mehr. 3, 2, 1. Alter, eine mega fette Bude, Alter. Wie geil ist das, Alter? Boah, Leute, ohne Scheiß, als ich hier reingekommen bin, das erste Mal, sind fast wieder die Tränen gekommen, weil es einfach nur... Das ist hier nur das Schlafzimmer, ne? Guckt euch mal an, wie groß das ist. Guckt mal da oben, die Decke. So mega geil beleuchtet alles. Einfach geil! Natürlich. Auf den Malediven sehr wichtig, eine eingebaute Klimaanlage. Ganz wichtig. Keine Lüge, das ist wirklich jetzt der realste Shit. Dieses ganze Holz hier, alles. Ich habe es nachgeguckt, wirklich. Das Bett, alles. Das kommt aus dem Dorf, wo ich wohne in Deutschland. Ohne Scheiß jetzt. Da gibt es eine etwas größere Holzfabrik. Und was ist denn das für ein Mega-Zufall? Das gibt's doch gar nicht. Leute, ihr könnt es vielleicht schon da hinten erahnen. Ich will noch nicht zu viel verraten. Nehme ich überhaupt auf? Scheiße. Das werdet ihr auf jeden Fall nachher sehen. So, jetzt gibt es hier einmal kurz ein Minibar. Ist auch komplett bestückt. Das wäre auf jeden Fall was für Felix, für den. Weil der steht ja immer auf so einen Süßkram, ne? Rittersport, weiße Schokolade. Jetzt ratet mal, wie teuer das Ding ist. 4,50 Euro. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Highlight und zwar hier so ein fetter Weinschrank. Also ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber es ist anscheinend wohl, das ist total krank. Für den zweiten Hammer-Moment und zwar das Badezimmer in 3, 2, 1. Boah, Leute, da muss ich jetzt ja noch weitergehen. Boah, guckt euch das an. Wohl geilste Badewanne, die ich je in meinem Leben gehört habe. Leute, die ich in meinem Leben gesehen habe. So, und dann auch noch diesen Hammer-Ausblick. Alter, man kann es ja gar nicht glauben. Alles aus dem feinsten Westmünsterland. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, Leute. Ne? Schöne Toilette. Ich weiß nicht, da braucht man jetzt nicht näher drauf eingehen. Kann man halt scheißen, ne? War ich auch schon des Öfteren. Mega, Leute. Ich weiß nicht, ob man es noch erkennen kann. Aber eine hammergeile Regendusche. Das ist einfach nur mega nice. Und perfekt hier für Bruder und Schwester. Zwei Waschbecken, bla bla. Alles mega schön. Und jetzt, Leute, ihr seid am Highlight angekommen. Und zwar, ich öffne jetzt mal hier die Pforten. Mache ich jetzt bewusst, dass ihr das noch nicht seht. Der hammergeilste Badewannenausblick in 3, 2, 1. Leute. Ich weiß gar nicht, ey, meine Frisur ist sowieso total im Arsch, aber Leute, das, also wirklich geiler geht es ja nicht. Mit so einem Ausblick, so einem geilen Pool, der auch noch wirklich ist richtig schön, da kann man sich richtig geil dran abkühlen. Nicht zu warm, nicht zu kalt, das ist wirklich einfach nur, ich bin einfach überglücklich hier, dass es auch meiner Familie hier mega gut geht, dass die ja, sich ein bisschen entspannen können, zurückfallen können und die haben sich so darauf gefreut und jetzt... Es ist wirklich so perfekt geworden. Ich hoffe jetzt, dass ich auch noch heile nach Hause komme, weil ich habe mega Flugangst. Aber ich lasse das Ganze jetzt über mich ergehen, wegen diesen schönen Eindrücken, wegen diesen schönen Sachen und alles. Deswegen ein bisschen muss man ja auch in Kauf nehmen. So. Stimmt, Leute, ich wollte noch mal ein großes Lob hier an den Zimmerservice da lassen. Der ist wirklich so heftig. Die kommen irgendwie zweimal am Tag und der hat hier schon Klamotten gebastelt auf dem Bett. Also ich würde mal sagen, ich blende euch mal kurz ein paar Fotos ein hier. Wie gesagt, hier seht ihr mal, was die sich alles einfallen lassen. Der hat da irgendwelche Blüten ausgeschnitten und der macht da richtige Kunstwerke drauf. Und das ist einfach wirklich... Da merkt man, wie die Leute hier einfach mit Liebe und Herz dabei sind und das gefällt mir einfach so selber persönlich auch. Das ist nicht, zum Beispiel in diesem Österreich-Urlaub, wo ich schon gesagt habe, hier dieses geilste Hotel ever und alles da. Da hat man wirklich diese Perfektion gesehen, dieses deutsche, österreichische, einfach dieses wirklich, wer sich da beschwert, der hat wirklich einen Murmel. Also wie gesagt, ich habe auch gar keine hohen Ansprüche, also ich habe auch schon
auf irgendwelchen Parkbänken geschlafen und alles. Also bei mir ist das alles mega easy. Und wenn ich das hier alles sehe, das ist einfach diese geile Kombination zwischen diesem Hammer-Ausblick, den man jetzt ja wahrscheinlich nicht sehen kann, aber trotzdem, weiß ich, kann es gar nicht beschreiben, die inselmäßige einfach. Und Leute, wenn euch dieses Video hier und diese Roomtour und diese Villa, kann man ja eigentlich schon sagen, dieser Hammer-Ausblick gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo freuen auf meinem Kanal. Ihr könnt natürlich auch gerne ein Video einen Daumen nach oben hingeben. Und bis dahin sehen wir uns im nächsten Video. Ich glaube, dann kommt schon das fette Impressionsvideo, was eigentlich das Hauptvideo, sag ich mal, ist von diesem Urlaub. Da könnt ihr auf jeden Fall sehr gespannt sein. Ich würde sagen, ich lasse euch nochmal in Ruhe ein bisschen den Ausblick genießen. Wir gehen nochmal kurz raus. Bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao.